Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Black Flag. Ich dachte, oben geht einer lang mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir sind noch bei der Templerjagd. Ich möchte das jetzt gern zu Ende bringen, wenn es geht. Wobei ich jetzt glaube, dass das... Ihr kehrt zurück? Habt ihr doch ein Gewissen? Ja, und was für eins? Ich will meinen Schlüssel. Ja. Geduld ist eine Tugend. Nein. Erwartet ihr jemanden? Ihr bekommt den Schlüssel früher als gedacht. Helft uns, das Büro zu verteidigen. Die befreiten Männer helfen auch. Okay. Das ist verdächtig. Es werden noch mehr kommen. Dezimiert sie vor dem nächsten Angriff. Vorrück! Dezimieren. Ich habe wieder meine Figur nicht gesehen. Oh, wie soll man das schaffen? Schaffe ich nicht. Na, nun komm! Ich drücke A die ganze Zeit. Hack doch mal auf ihn. Wo bist du denn, Edward? Je mehr von denen ihr jetzt tötet, desto schwächer wird ihre nächste Angriffswelle. Oh, was? Wo sind noch welche? Töten. Töten. Köpfe runter! Es sind immer noch so viele. Das wird hart. Oh, Kamera! Warum? Vielleicht spiele ich auch viel zu viel rum. Nun kämpf doch mal mit ihm! Ich kann nichts machen. Jetzt. Edward, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Tut mir leid, dass ich keinen Schlüssel für euch habe. Nein, der kann warten. Wer auch dahinter steckt. Ich erteile ihm eine Lektion. Der Name des Templers lautet Kenneth Abraham. Er nimmt am laufenden Krieg gegen die Maroons teil. Doch wir waren standhaft und lassen uns nicht besiegen. Lasst mich einen Plan schmieden. Mhm. Es geht also noch weiter. Templerjagd 3, Mission 3. 700 Reals. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir schon 60.000. Da oben geht's weiter. Ist denn da noch was? Oh, keine Musik. Die nervt. Eine Truhe. Die nervt nicht. Die wehrt sich wenigstens nicht. War klar. Truhe da. Schneller. Noch schneller. Hm? Hallo. 10 Meter nur noch. Da ist sie. Kommt Ruhe. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. So, was haben wir denn hier noch?
Was haben wir denn hier noch? Gar nichts weiter. Der direkte Weg dahin ist der kürzeste. Halt. Da steht er schon. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken. Oh, ist das geil. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Taste ich mir hier den Screenshot eingerichtet habe. Dann wollen wir mal schauen, was weiter passiert. Ich habe einen Plan, doch er wird nicht einfach. So. Abraham hat beste Verbindungen und tiefe Taschen. Aber wir kennen einen Mann aus seinem innersten Kreis. Wir verfolgen ihn, bis er uns zu unserem Ziel führt. Lasst mich ihm ein Ende bereiten. Da kommt er schon. Verfolgen. Das geht doch ganz einfach, wenn wir hier einfach zwischen den Leuten bleiben. Hübsche Nacht, um den nahen Sieg zu feiern. Wir sind in der Überzahl. Wir werden sie überrennen. Schade, dass sie nicht eingeladen sind, um uns beim Feiern zuzusehen. Wirklich. Das ist doch praktisch, ne? Nicht so schnell gehen! Die Wachen verfolgen. Officers, darf ich stören? Je mehr, desto besser. Ich komme gerade aus der Kaserne. Ich bin sicher, die neue Waffenlieferung wird unserem Problem mit den Marines ein Ende bereiten. So ist es geplant. Denkt ihr, sie rechnen damit? Wahrscheinlich. Irgendwie tun Ach, sie das dreh dich. Aber diesmal ist es uns egal. Das werden ja immer mehr. Jetzt sind das schon Nun, 6. Wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch etwas zu erledigen. Das ist gut. Ich ebenfalls. Wir sehen euch dort. Verfolgen, wir werden die nicht ablenken. Geht doch mal ein bisschen schneller, Frauen. Aber das sind ja leichte Mädchen und keine schnellen. Na, guck mal, wer da an der Seite runtergesprungen kommt. Ah, machst du das jetzt etwa auch? Wird der Commander heute auch teilnehmen? Ja, ich sprach gerade mit ihm. Er ist hier irgendwo. Der Kerl war die ganze Zeit unter unserer Nase. Nie traf ich einen Soldaten, der so gerissen war wie ein Maroon. Es ist kein Wunder, dass er schwerer zu schlagen war als die Schwächlinge vor ihm. Mein Vater kämpft sich gegen die Koromanten. Einer der wenigen, die es überlebt hat, dieser Kutscho. Ist er wirklich so ein Krieger wie alle sagen? Ich spucke auf dich. Und auf deine Brüder. Ich wollte erstmal die Leute markieren. Wo ist denn mein Spannemann Aber hin? Unser Krieg wird anders. Dieses Mal werden wir sein Land erobern. Wie könnten wir verlieren? Sie leben auf Plantagen und kämpfen mit alten Beutewaffen. Das dauert einen halben Tag. Darauf Prost. So gefällt Komm mal her. Ich höre mich nicht mehr pfeifen. Stopp, Sebastian. Help. Ah, scheiße. Stopp. Der Controller ist ausgegangen. Habe ich den nicht neulich noch gelobt? Ich muss jetzt mal das Kabel suchen. Glaube ich, das ist das hier, ne? Ich wollte X drücken und nichts ist passiert. Jetzt habe ich auch noch Alarm ausgelöst. Entschuldigung! Kam auch keine Anzeige, kein Blinken, kein gar nichts. Ah, komm. Ah. Mein anderer blinkt ja wenigstens. Hierum muss dann der Stecker jetzt rein. Ich sehe nichts. Sag mal, das ist doch richtig rum. Jetzt muss ich mal Licht machen. Entschuldigung! Jetzt. So, Licht wieder aus. Deswegen hat er auch nicht mehr gepfiffen. Gehen die jetzt, verlassen die dir jetzt das Gelände? Come on, man!
Warum? So ganz verstanden alles, aber ist egal. Ich sehe auch nicht so sehr viel jetzt hier im Moment. Ich habe mir Licht hinter mir angemacht. Das war nicht so gut. Da ist mein das echte Ziel aufspüren. Wartet mal. So, wir gucken mal weiter. Erstmal sieht das hier gut aus. Alarm haben wir schon mal ausgelöst. Ist noch einer. Der guckt aber in die andere Richtung. Jetzt geht er. Das ist aber ein Pappkamerad hier. Ist der richtige. Heraus an, aus Löchern und Höhlen, die durch Erdbeben entstehen. Erdfälle! Sag so viel du willst. Das ist dein Begriff. Ich kenne die Geschichten. Mich kriegen die nicht. Ich habe eine Idee. Wozu haben wir den Scheiß? Oh, bleib drin. Ist hier wenigstens eine Truhe? Mann, du sollst hier rauslaufen. Wo war denn der Schütze? Ach, da oben. Blas. Oh, Blätter, jetzt geht er los, der Hund. Pass auf, jetzt bleibt's grau. Nein, es ist rot. Rot. Tut weh. Da ist nochmal eine Glocke. Guck mal da. Der will glöcknen. Ah, lass ihn glocken. Jetzt ist es eh zu spät. Ah, da kommen noch mehr. Jetzt sieht man die wenigstens alle. Können wir die nicht einfach ausfummeln? Wie? Das wimmelt vor Früchten und Wildschweinen und die Flüsse brauchen wir ebenso wie die. Können wir das Land nicht besetzen? Ich glaube, uns zum Abkommen. Ach, den da oben sollen wir töten. Der ist schon tot. Sollte funktionieren. Wartet mal, ich baue mal ganz schnell, falls wir... Edward Upgrades? Ah ne, Herstellung. Ich darf mich nicht verwirren lassen. So, los geht's. Ich mache mal insgesamt 8 Stück. Die gefallen mir, die Pfeile. Batsch. Hast du mich gesehen? Du stirbst doch eh gleich. Ja, ich bin weg. Halt noch ein bisschen durch. Wie lange haben wir gekämpft? Eure Männer in den Bergen ohne nennenswerte Waffen. Und meine Armee hochglänzend. Und doch lebt ihr. Und ich sterbe. Euch fehlt die Überzeugung zum Sieg. Ah, ah.
Und wir haben einen zweiten Schlüssel. Aus der Zone entkommen. Da hinten. Nee, das ist ein Affe. Aus Prinzip. Hopp. Der kürzeste Weg ist hier lang. Geschafft. Mission beendet. Fortsetzen. Hat er Geld gegeben? Den Kurier fangen und plündern. Ja, leck mich. Oh, wo bin ich denn hier? Da. Da oben. Gleich läuft er los. Das ist Captain Kenway, der Pirat. Und ich mach... Oh Gott. Ah, ich hab's wenigstens geschafft. So, aua. Das hat wehgetan. Schon beim Zuschauen. Wo ist denn das Ding? Da lang. Der hat Glück. Ich muss in diese Richtung. Nein, in diese. Komm, lauf. Huch. Ich weiß, auf den Dächern ist besser. Meistens jedenfalls, aber nicht immer. So, wo ist denn das? Da oben. Kann ich da mal gucken, wo das ist? Da ist das. Hier können wir klettern. Hier können wir klettern. Hier können wir raufklettern. Das müsste eigentlich gehen. Hier ist auch kein Gegner. Das ist gut. Oh ja! Mann! Ne, das hasse ich immer. Das kann eigentlich gar nicht sein. Dass er da schräg springt. Ich drücke den Klöppel natürlich genau in die Richtung. Exakt in die Richtung. Schon gar nicht dahin, wo er hingesprungen ist. Geht doch alles. Stell dich nicht immer so an. So, wir schauen mal. Da geht es zur Mission. Dann holen wir uns jetzt den Aussichtspunkt. Der ist da drüben. Schnell, das schaffen wir noch. Ich hätte jetzt gedacht, das sieht man. Na, ich habe mich nicht getraut. Also ich habe ja hier einen neuen Controller hier, so einen Xbox One Controller, weil es natürlich für die PC und nein, nein, tu es nicht. Und da müssen wir den Turm drauf. Wie schön. Und da habe ich mir dann auch einen Akku zugeholt, einen originalen. Also so ein Akku-Pack. Kommen wir hier hoch? Ja. Warum kommst du da nicht hoch? Da kommen wir auch nicht hoch. Mal die Rübe kratzen. Ach, nun, was machst du denn hier? Geh doch einfach mal weiter. Gehen. Ich komme hier nirgendwo hoch. Oh, hier ist der Turm. Ah, da sehe ich was. Hier müsste es aber jetzt gehen. Jawohl. Da wieder so ein rundes Fenster. Ich muss mal dichter ans Mikro. Entschuldigung. Dann hört man den alten Mann gar nicht. Na, jetzt geht er da wieder nicht hoch. Ich drücke nach rechts. Und was macht er? Er geht nach oben. B, synchronisieren. Da flog der Pleitegeier. So, dann wollen wir mal gucken. Hier ist bestimmt jetzt noch mehr zu sehen. Haben ja fast alles aufgedeckt. Ja. So, wo soll ich denn jetzt hinhüpfen? Da unten in die Karre. Und da müssen wir nachher hin irgendwo. Da müssen wir hin. Das machen wir aber in der nächsten Folge. In dieser nicht mehr. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.